2. Mose 25, 8 heißt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, auf das ich in ihrer Mitte wohne. Und wir sagen, wir stellen uns unter die Tora, sie gilt immer noch. Aber wenn menschliche Hindernisse da sind, wir übergeben das Gott. Nun, was Sie hier vorhin gesehen haben, das war ein Modell der Atarale Yoshna, eine Organisation, die sich auch vorbereitet für den dritten Tempel. Aber es ist klar, 2000 Jahre lang hat das jüdische Volk sich gesehnt nach dem dritten Tempel. Und im Judentum in den vergangenen 2000 Jahren war das normal, dass man täglich dreimal gebetet hat für die Wiedererrichtung des Tempels. Und auch für eine Rückkehr aus aller Welt wieder ins Land Israel. Aber es war in den vergangenen Jahrhunderten einfach nicht möglich. Die technischen Möglichkeiten waren gar nicht da. Eine Umkehr aus aller Welt nach Israel, undenkbar. Ja, und das hat man auch schon in früheren Jahrhunderten versucht. Zum Beispiel sind 500 Juden miteinander, wollten nicht zurückkehren, und dann sind viele unterwegs gestorben. Als keine Flugzeuge da waren und sonstige Möglichkeiten, war das nicht machbar. Und trotzdem, man wusste, Gott hat verheißen, eines Tages in der Endzeit werden wir wieder heimkehren. Und dann wird der dritte Tempel kommen. Aber Sie verstehen, seit dem Sechstagekrieg, als die Umwelt rund um Israel zum zweiten Mal versuchte, das erste Mal 1948, dann 1967 zum zweiten Mal versuchte, Israel auszurotten, war der Krieg nach 6 Tagen vorbei. An allen 3 Fronten Ruhe und der Tempelberg war wieder in jüdischer Hand. Nach fast 2000 Jahren. Also diese Sehnsucht nach dem Tempel kam in eine neue Phase hinein. Hier sehen Sie Israel Ariel. Damals war er ein junger Mann und war unter den Fallschirmspringern, die den Tempelberg erobert haben. Und das hat ihn so bewegt, dass er sich gesagt hat, ich muss in eine Bibelschule gehen. Eine jüdische Bibelschule ist eine Yeshiva und ich muss Bibel studieren und Judentum und dann wollte er sich einsetzen, um die Geräte für den kommenden Tempel wieder bereit zu machen. Und Sie sehen hier den 7-armigen goldenen Leuchter. Das ist der erste, den Israel nun wieder besitzt, seit dem Jahr 70 nach Christus, als der Tempel unterging. Und viele der Tempelgeräte sind wiederhergestellt. Ich habe das schon selber in eigenen Händen gehabt. Also es ist kein Märchen, das einer dem anderen erzählt. Und schlussendlich muss man sehen, stimmt überhaupt nicht. Ja, sehen Sie, das Internet, das ist eine Katastrophe. Da werden solche Geschichten, alle möglichen Geschichten erzählt. Und dann sagt einer, schau mal auf YouTube dieses Filmchen an. Was da? Alles Verschwörungsgeschichten. Und wenn man sagt, so, gib die Fakten. Die Beweise. Keine Beweise. Es gibt Leute, die sind richtig krank von solchen YouTube-Filmchen, ja, mit irgendwelchen Gerüchten. Und wenn man sagt, so, wo sind die Fakten? Die können keine Fakten auf den Tisch legen. Aber mir ist es wichtig, in meinen Vorträgen bringe ich nie irgendwelche Verschwörungstheorien. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ja, da kommen die Leute und sagen, und jetzt, wo haben Sie die Quellen, wo haben Sie die Belege? Ja, das sagt man so, das hat mir einer gesagt und der hat das einem anderen gesagt. Ja, gut. Aber eben, da kann ich Ihnen sagen, ich habe das auch in eigenen Händen gehabt, das ist wirklich so. Nun kommen wir zum Beginn der 70. Jahrwoche. Daniel 9, 27 spricht von diesem kommenden Fürsten aus dem Römischen Reich. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Rabbim, die vielen, das ist ein Ausdruck, der wiederholt im Buch Daniel speziell die Masse des jüdischen Volkes bezeichnet. Und dann geht der Text weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, wird der Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Oh, da muss aber ein Tempel stehen. Jetzt steht noch keiner, aber wird vorbereitet. Aber dann zur Hälfte der Jahrwoche wird der Opferdienst im dritten Tempel gestoppt werden. Nach 3,5 Jahren. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Ist klar, das ist deutsch, aber nicht einfach auf Anhieb verständlich. Wir kommen darauf zurück. Eben so, Schritt für Schritt bauen wir auf.
Nun, in der Zeit, in der der kommende Diktator von Europa einen Bund mit Israel schließen wird, wird Israel geführt werden vom Antichristen, von diesem falschen Messias. Ich muss erklären, in 1. Johannes 2, Vers 18 im Neuen Testament wird gesagt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, ho Antichristos. Das muss ich erklären. Also die Bibel sagt ganz klar, der Antichrist kommt. Wer ist das? Antichristos bedeutet auf Deutsch der, welcher gegen den Christus ist. Ich muss noch erklären, Christus, griechisch, ist das griechische Wort für hebräisch Messias, der verheißene Erlöser, der Gesalbte. Aber Anti bedeutet im Griechischen eben nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Wenn ein Königssohn sich auf den Thron setzt, anstelle seines Vaters, dann steht anstelle Anti. So zum Beispiel zu finden in Matthäus 2. Als Herodes starb, dann kam sein Sohn an seines Vaters statt, steht dort Anti. Anstelle von. Der Antichrist ist der, der sich an die Stelle des Christus, des Messias setzt. Also, der, der sagt, ich bin der Messias. Der Antichrist kommt. Es gibt viele Stellen im Alten und im Neuen Testament, die sprechen von dem Antichristen. Zum Beispiel, aber ich muss ja nicht alles im Detail erklären hier, weil diese PowerPoint werden Sie in Kürze auch auf dem Internet gratis downloaden können. Dann, wenn Sie nicht mitkommen mit Schreiben oder so, dann können Sie das nachher downloaden und Sie haben alle Stellen beieinander. Daniel 11, 36 bis 39, das ist der Antichrist. Dann Jesaja 30, 33, Zacharja 11, Johannes 5, 2 Thessalonicher 2, 1. Johannes 2, das habe ich schon gelesen, und Offenbarung 6, 1 bis 2, Kapitel 13, 11 bis 18, aber auch Kapitel 16 und 19, da kommt er vor. Und wird auch genannt der falsche Prophet oder das Tier aus der Erde. Im Kontrast zum kommenden Diktator Europas, der genannt wird in Offenbarung 13, 1 und folgende, das Tier aus dem Meer. Und die zwei werden Freunde sein. Ja? Der kommende Diktator wird ein Freund sein des Antichristen. Die Haltung Europas zu Israel ist gespalten und hat zwei Gesichter. Und das merkt man, wenn ein Ministerpräsident sich auf die Bibel beruft, dann wird er von Europa sehr viel Ablehnung erfahren. Wenn er ein ganz liberaler oder atheistischer Mann ist, dann wird er von Europa her viel Unterstützung bekommen. Also Europa kann mal gegenüber Israel ganz positiv sein, dann wieder ganz negativ. Das ist gespalten. Und da wird eine Freundschaft sein mit diesem falschen Messias. Der Herr Jesus Christus hat den jüdischen Führer damals gesagt, Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist eben ein Prinzip. Wenn man die Wahrheit ablehnt, wird man anfällig für die Verführung. Und das sehen wir mit diesen über 50 falschen Messiasen der letzten 2000 Jahre im Judentum. Und das Schlimmste kommt noch. Nun, ich habe bereits Daniel 9, 27 erwähnt. Es wird ein Bündnis geben zwischen Europa und Israel. Kann man schön mit diesem NASA-Bild darstellen, ja? Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Nun ist es so, von Ostjerusalem aus wird diese Erweckung kommen, der Überrest kehrt um. Und dieser Überrest wird sehr verbunden sein mit dem künftigen Tempel. Aber der Antichrist wird ihr Feind sein. Sehen wir das? Israel gespalten. Der Antichrist wird der Feind der Tempelbewegung sein. Und auch der kommende Diktator Europas wird ein Feind dieser messiasgläubigen Juden sein.
Und es wird so sein, nach 3,5 Jahren, zur Hälfte der Jahrwoche, wird er, dieser kommende Diktator aus Europa, aber in Zusammenarbeit mit dem Antichristen, Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das mit dem dritten Tempel wird abgestellt werden. Und das hat dann Konsequenzen, werden wir gleich sehen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel, das erkläre ich nachher. Es ist so, nach Offenbarung 13, Vers 14, wird der Antichrist der größte Esoteriker aller Zeiten sein. Er wird zum Beispiel Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also einen Blitz vom Himmel holen. Nicht wahr? Im Alten Testament war ein Blitz vom Himmel auf Gebet hin ein Beweis für den wahren Gott. So war das doch mit dem Gottesbeweis auf dem Karmel. Elia auf der einen Seite, der Prophet Elia, und die Baalspriester auf der anderen Seite. Baal war ja der Gott des Blitzes und des Donners. Die Baalspriester, die abgefallenen Israeliten, haben zu Baal geschrien, er soll Feuer schicken vom Himmel. Es geschah nichts. Ist ja normal. Statuen können keinen Blitz runterholen. Und dann hat Elia gebetet, ganz schlicht, ohne Ekstase, ja, wie die Baalspriester, die haben sich sogar geritzt. Ja, damit kann man sich in Ekstase bringen mit dieser Art von Schmerz. Und nichts von Ritzen, nichts von Ekstase. Man hat kurz gebetet und dann kam Feuer vom Himmel. Und ganz Israel hat gesehen, der Herr, der Gott der Bibel, ist Gott. Der Herr ist Ha-Elohim, der Gott, der wahre Gott. Und das Alte Testament betont, lesen Sie Psalm 115, die Götter der Heiden haben Augen, aber sie können nicht sehen. Wie oft habe ich das gesehen in Indien, in Thailand. All diese Götterbilder, die haben alle Augen. Keines dieser Bilder kann sehen. Ich sehe sie, sie sehen mich nicht. Und es wird gesagt, die haben Füße und können nicht gehen. Natürlich, die Menschen müssen ihre Götter tragen. Und es wird auch gesagt, die haben einen Mund und können nicht reden. Aber der Antichrist wird ein Götzenbild machen, das spricht, sagt Offenbarung 13. Und dieses Götzenbild wird er auf den Tempelplatz in Jerusalem stellen, dann, wenn der dritte Tempel dort stehen wird. Und nun sagt Jesus Christus in Matthäus 24, 15, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild oder Gräuel. Gräuel ist oft ein Ausdruck für Götzen. Wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz. Und da fügt Matthäus ihm zu, wer es liest, der beachte es. Also der Antichrist wird dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz sichtbar für alle aufstellen. Ich habe mit dem Pfeil genau angedeutet, die Stelle, wo früher der Altar im jüdischen Tempel stand. Gerade östlich, außerhalb des Felsendoms. Ja? Dort wird er dieses Götzenbild aufstellen und dann ist der Tempel entweiht. Und diese Juden, die dann opfern werden, die können nicht mehr opfern. Aber brauchen sie auch nicht mehr. Denn Jesus Christus sagt in Matthäus 24, und das macht klar, dass diese Messias, Jesusgläubigen Juden, die werden das Neue Testament lesen. Und das ist alles schön vorbereitet. Das Neue Testament ist auf Hebräisch übersetzt. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die beste ist die von Franz Delitzsch. Das war ein deutscher Gelehrter. Übrigens einer der größten Hebräischkenner weltweit im 19. Jahrhundert. Das war der deutsche Franz Delitzsch. Zusammen mit Keil hat er auch eine Kommentarreihe über das Alte Testament herausgegeben in 10 Bänden. Benutze ich jetzt noch ständig als Referenzwerk. So viele Einsichten ins Hebräische haben die. Und dieser Franz Delitzsch hat schon damals im 19. Jahrhundert, als Hebräisch noch nicht eine gesprochene Sprache war, wieder neu, hat er das Neue Testament übersetzt. Und zwar auf Hebräisch, das klingt so wie das Alte Testament, auf Althebräisch. Und darum heute noch in Messias, Gläubigen Gemeinden,
Kirchen in Israel, da wird an verschiedenen Orten aus dieser Franz Delitzsch-Übersetzung heute noch gelesen. Denn gerade für orthodoxe Juden ist das sehr angenehm, diese Sprache, die Sprache, die ihnen vertraut ist, auch schon vom Alten Testament her. Also alles vorbereitet und dieser Überrest wird das Neue Testament studieren. Und wie? Und dann steht in Matthäus 24, 16, wenn dieses Götzenbild dasteht, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und etwas weiter, Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Ja, also dann kommt die Katastrophe mit der Entweihung des Tempels. Wir werden gleich sehen, die Masse in Israel wird diese Entweihung akzeptieren. Aber der Überrest, die 144.000, die wissen, jetzt müssen wir fliehen. Aus dem Land hinaus, sofort! Und die fliehen auf die Berge in Israel und die gehen dann rüber über den Jordan nach Moab. In Jesaja 16 ruft Gott Moab, das ist die Gegend auf der anderen Seite des Toten Meeres, auf, die Flüchtlinge aus Israel aufzunehmen. Sei, o Moab, ein Schutz. Nimm meine Flüchtlinge auf. Das heißt ganz konkret, dass Araber aus dem heutigen Jordanien Juden aufnehmen werden, um sie zu schützen vor der Katastrophe, die dann kommt. Unser Thema heißt ja, stehen wir vor einer großen Katastrophe? Wir werden gleich sehen, jawohl. Und wir werden auch gleich sehen, warum es heute um IS geht. Jetzt kommen wir immer mehr zum Zentrum. Die werden dort untergebracht werden, so wie viele Holländer und Deutsche und auch andere haben in der Zeit des Zweiten Weltkrieges Juden aufgenommen und sie versteckt. Und so werden die dort in Moab, in der Wüste, unterkommen. Aber wieso kommt dann ein Weltkrieg? Wieso kommt dann die Katastrophe? Eins ums andere. In Daniel 11, ich habe das schon angetönt, aber das haben Sie bestimmt nicht im Gedächtnis gehalten. Daniel 11, 36 bis 39 habe ich gesagt, da wird der Antichrist beschrieben. Der Herrscher, König in Israel sein will, wird. Und sich über alles, was Gott heißt, sich darüber erhebt. Und dann steht in Daniel 11, Vers 40, und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, ist die Zeit, wenn die Juden heimkehren aus aller Welt ins Land der Väter, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, und dieses ihm bezieht sich auf den König, den Antichristen, aus Vers 36 bis 39, zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen. Jetzt klingt das auf den ersten Blick schon ziemlich vage, ziemlich neblig. Der König des Südens, der König des Nordens. Aber, eine gute Nachricht, ich kann Ihnen genau sagen, was das bedeutet. Und wieso? Aus der erfüllten Prophetie. Daniel 11, 1 bis 35. Das ist alles erfüllte Prophetie. Und dann in Vers 35 macht der Text klar, dass es von dort ab in die Endzeit springt. Ab Vers 36 ist alles zukünftig. Da kommt der Antichrist. Und nun, in diesen Versen, Daniel 11, 1 bis 35, ich habe das mal ausgezählt, da gibt es tatsächlich über 150 Prophezeiungen, die sich alle in der Geschichte erfüllt haben, und zwar genau in der Reihenfolge, wie es berichtet wird. Das ist phänomenal. Das ist der Hammer. Wenn Sie mit einem Kapitel einem Atheisten zeigen wollen, dass die Bibel Gottes Wort ist, nehmen Sie Daniel 11. Und wir können beweisen, dass es vorher geschrieben worden ist und wie es sich erfüllt hat, das ist eh klar. Und jetzt, da wird ständig gesprochen über den König des Südens und den König des Nordens. Und der König des Südens war immer Ägypten, im Süden von Israel. Und der König des Nordens war immer Syrien.
Also, im Klartext, und zur Zeit des Endes wird Ägypten mit ihm, dem Antichristen von Israel, zusammenstoßen und der König des Nordens, Syrien, wird gegen ihn anstürmen. Aber jetzt kommt noch eine Pointe. In der erfüllten Prophetie war der König des Nordens zwar Syrien, aber immer Groß-Syrien. Hier eine historische Karte. Hier sehen Sie Ägypten, der König des Südens. Und das ist Syrien, ja, aber ein bisschen groß, ja. Das geht bis nach Pakistan, bis zum Indus. Das ist der König des Nordens. Und es ist so, dass das Kerngebiet ist Syrien und alles andere, das gehörte einfach dazu. Und zwar in der üblichen Ausdehnung in der Antike war der König des Nordens das Gebiet von Syrien, Libanon, Teile der Türkei, Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Iran, Pakistan. Und das Interessante ist, das ist ja alles islamisch. Heute. Und wir werden sehen, die Bibel macht klar, der Todfeind Nummer 1 von Israel in der Endzeit ist der König des Nordens, Großsyrien. Und man, wissen Sie, vor Jahrzehnten schon, wir haben Prophetie studiert in unseren Kreisen und wir haben immer gesprochen über den König des Nordens und wussten also, Syrien wird einmal der Todfeind sein von Israel. Aber ich mag mich erinnern, wie wir vor Jahren gesagt haben, aber ist eigentlich schon speziell. Syrien ist ja gar nicht so ein starkes Land. Und trotzdem für uns war klar, von dort kommt die größte Bedrohung für Israel und schließlich für die Welt. Das war auch klar. Und Sie sehen, wir kommen immer mehr zum Thema islamischer Staat. Und es ist so, dass also die Tatsache, dass gerade dieses Gebiet des Königs des Nordens heute islamisch ist, das erklärt die Kraft, um gegen Israel vorzugehen. In der islamischen Welt hat man ein Problem mit Israel. Ich glaube, wenn ich das so sage, ich kann niemanden verletzen. Das ist ja so. Man hat ein Riesenproblem. Ja. Und ein Pass, in dem der Stempel von Israel drin ist, ist für die meisten arabischen Länder unbrauchbar, ungültig. Ich wollte mal über ein arabisches Transitland fliegen nach Zentralasien und dann habe ich nachgefragt, wie ist das? Ich habe einen Stempel von Israel im Pass, aber ich werde nicht aus dem Flughafen herausgehen, nur Transit. Haben wir erklärt? Nein, geht nicht. Geht nicht. Also das ist nur so ein kleines Bagatellenhaftes im Vergleich zu dem Problem, das man mit Israel hat. Also das erklärt die Kraft und die Ablehnung von Israel. Jetzt muss ich noch etwas erklären. In Daniel wird Großsyrien, der Todfeind Israels in der Zukunft, genannt der König des Nordens. Aber in den Prophetenbüchern Jesaja und Micha wird genau der gleiche Todfeind auch beschrieben, aber mit einem anderen Namen. Dort wird er genannt Assyrien. Und wir werden gleich sehen, Assyrien in der Antike war das Gebiet von Nordirak und Teile von Syrien. Ja, darum deckt sich das so gut, diese Begriffe der König des Nordens und Assyrien. Im Buch Joel im Alten Testament wird dieser Feind genannt, der von Norden kommende. Und diese künftige Katastrophe für Israel und die ganze Welt wird ausführlich in der Bibel behandelt. Und das Feuer kommt von dort.
Jetzt muss ich noch für die, die etwas von Prophetie verstehen, noch eine Nebenbemerkung machen. Achtung, diesen König des Nordens, Assyrien, der von Norden kommende Joel, darf man ja nicht verwechseln mit Rosch aus Ezekiel 38, 39. Das ist zwar auch ein Feind, der beschrieben wird, der aus dem Norden kommen wird, aber Ezekiel 38 bis 39 macht klar, das ist der Feind aus dem äußersten Norden. Der wird auch noch eine Rolle spielen in Verbindung mit Israel, aber das kommt nachher. Vergessen Sie das mal. Das kommt dann ganz am Schluss. Aber einfach, dass Sie das ja nicht verwechseln. Und was ist Rosch aus dem äußersten Norden? Ja, Sie müssen immer von Israel aus ausschauen, nicht wahr? Der König des Südens, von Israel aus im Süden, nicht von Deutschland aus. Von Israel aus im Süden. Und jetzt gehen Sie mal von Israel mit dem Finger auf der Landkarte hoch, auf der Weltkarte, und dann kommen Sie am Schluss auch zum Nordpol. Aber dort wohnt natürlich niemand. Stoppen Sie da, wo es noch Leute gibt. Also nochmals, ja, und dann sind Sie in Russland. Rosch ist, wie die Amerikaner sagen würden, Russia. Ja, Russland. Aber dieser Angriff erfolgt erst nach dem Kommen des Messias als König. Das wird der allerletzte Angriff sein. Also der herrschende Messias ist schon da und dann wird von dort noch ein Angriff kommen. Der wird beschrieben in Hesekiel 39, Vers 7, so, dass Gott diesen Feind dann bestrafen wird und dann ist fertig. Dann gibt es keine Unordnung mehr auf Erden. Dann kommt wirklich die Ordnung. Nun, ich habe gesagt, in Jesaja und in Micha wird dieser Feind aus dem Norden genannt Assyrien. Jetzt muss ich erklären, historisch, Assyrien war ein Königreich in der Antike und das Kerngebiet, das ist dieses Gebiet hier. Sieht man? Im heutigen Nordirak. So war das Reich im 10. Jahrhundert vor Christus. Und dann im 9. Jahrhundert vor Christus hat es sich so ausgedehnt über große Teile von Syrien. Das ist Assyrien. Und dann noch später, ja, sehen Sie, über den ganzen Nahen Osten. Und jetzt kommt die Pointe. Das, was Sie hier sehen, das ist das Gebiet des IS heute. Der IS, der Islamische Staat, wurde gegründet vor wenigen Jahren im Nordirak, in Assyrien. Und hat sich dann über Teile von Syrien ausgebreitet. Also was hier dunkelrot ist, das ist der Islamische Staat heute. Ja. Und damit Sie gleich wissen, was diese Leute wollen, das, was hellrot ist, das wollen sie als nächstes. Ja? Und Sie sehen, da kommen sie bis zu den Golanhöhen hin. Ja? War gerade vor kurzem da auf den Golanhöhen, an der Grenze zu Syrien. Es war erstaunlich ruhig. Ich war je nach Zeit, kann man da die Explosionen in Syrien hören und auch Rauch sehen. War erstaunlich ruhig und man sagt nichts von der Armee, alles. Richtig um Ruhe, keine Provokation. Aber es ist ein ganz gefährlicher Bereich dort mit dem Golan. Ja, also das wollen sie als nächstes, aber über Twitter haben sie ihre noch weiteren Ziele bereits bekannt gegeben. Das wollen sie. Also wirklich das ganze Gebiet des Königs des Nordens von früher, sehen wir das? Wirklich, bis da. Ja, bis nach Pakistan und über all diese ehemaligen islamischen Satellitenstaaten der Sowjetunion, ja, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, das wollen sie alles. Und sie wollen auch die Hälfte von Afrika.